So, da wären wir wieder. Wir hatten ja eben gerade das hier oben ein wenig optimiert. Das sah schon echt schnieke aus. Und das läuft jetzt schon wieder nicht, weil wir viel zu viele Kupferdrähte drin haben. Ja. Also es sah kurzfristig schnieke aus. So. Und unser Inventar ist völlig überfüllt. Mit Kohle, mit anderem Gedöns. Forschung kommt gar nicht voran, weil wir keine grünen Packs haben, weil wir dafür noch keine Anlage haben. Uns legt es aus. Super. Okay. Kohle abladen. Nein, hier nicht. Dafür haben wir eine Kiste. Da, nehmen wir unsere Kohle. Wir nehmen nur ein, zwei Stacks. Holz brauchen wir auch nicht so viel. So. Eisenplatten können wir ein paar abladen. Mauern. Ihr habt Munition? Ich denke schon. Ich mache nochmal unterwegs ein paar mehr. Yeah, gar keine Türme hier überall. Warte mal, ein Abstand. Setz da einen Turm hin. Du kriegst normale Munition. Ja, die Mauer war schon ziemlich hoch. Aber ist das ein roter Punkt bei unserer Basis? Ich glaube, da hat sich krass ein Viech hier reingeschlichen und greift komischerweise nicht an. Hier. Ah ne, aha, ist ein Ölfeld. Das ist garstig. Also, wir spielen auf Medium Starting Area. Und haben doch zwei recht happige Basen in der Nähe. Wobei das auch die Norm ist. Es sind meistens mehrere kleine und ein, zwei mittelgroße. Aber gut, ich verballer mal Kohle. Hatten wir schon aufgefüllt. Nebenbei stelle ich grüne Science Packs her. Denn Forschung muss unbedingt schnell voranschreiten, sonst haben wir ganz schnell ein Problem. Weil die Viecher mutieren jetzt. Die saugen unsere Umweltverschmutzung auf und werden dadurch stärker, größer, besser und mehr. Mehr will ich nicht an Kohle. Kupferplatten kommen gar nicht. Okay, ich will doch mehr Kohle. Gucken wir mal da runter. Eventuell muss ich jetzt doch dafür sorgen, dass die automatisch mit Kohle befüllt werden, die Dinger. Aber eigentlich wollte ich diesen Schritt vollkommen überspringen. Also normalerweise baut man die Dinger so auf, dass es noch eine zweite Linie hierhinter gibt und dahinter. Und dann gibt es hier diese Langarm-Dinger und die holen sich dann vom zweiten Fließband Kohle, sodass die Dinger durchgehend befüllt werden. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht, das war viel zu viel Mikromanagement. Ich hoffe mal, ich kriege das auch noch hin. Also ja, Science Pack reinwerfen. Türme bauen. Ganz viele Türme bauen. Da stehen schon ein paar. Das hier sieht richtig gut aus. Das ist kompakt, da kommt auch nicht so schnell was durch. Aber hier oben. Mauern haben wir noch, ne? Ja, 50 Stück. Hier. Wo ist die Mauer? Da ist die Mauer. Ganz doofen Bäume. Immer einen Baum mitnehmen, komm. Ja. Dich ziehen wir einfach weiter hoch. Und dann werde ich hoffentlich früh genug gewarnt, wenn die Viecher das Ding anknabbern. Und ich will unbedingt die Ölreserven da oben mit drin haben. Das mag jetzt etwas exzessiv wirken, was ich an Platz beanspruche. Ich glaube, das ist es sogar schon. Ich habe mal. Na doch, ich habe einmal so eine große Fabrik gebaut. Das wird tierische Stein brauchen. Naja, gucken wir mal. Du. So, können wir später immer noch reduzieren. Aber ja, hier erstmal eine richtig lange, schöne Mauer. Westen. Da ist die andere Mauer. Also hier in dem Gebiet dazwischen. Sollen die ganzen Fabrikanlagen später hin. Also ist mehr als genug Platz für alles an Automatisierung. Okay. Das heißt, jetzt nächste Priorität. Türme. 10 Stück bitte. Und dann in regelmäßigen Abständen. Jetzt noch nicht perfekt gefeintuned. Also die Abstände sind alle unterschiedlich. Das können wir später optimieren, sobald wir mehr Strommäste haben. Alles mit dem Muster versehen und so weiter. Ich hätte gerne dich.
17 Electric Boards. So, wir brauchten für euch einfach nur Kupferkabel und Platten. Genau, also 100 Platten, 300 Dinger, 200 Platten, 200, 200, 200, so. Nochmal kurz testen. Es sind jetzt genau richtig Dinger drin. Das heißt, eigentlich dürfte es nirgendwo zu einem Stau kommen. Richtig? Wie schnell rast du eigentlich hier durch? Wow, 75% sind schon weg. Ja, Quatsch, 25. Oh, geil, geil, geil. Also das ist wirklich das Schönste. Wenn man sich so ein kleines Konzept überlegt und das funktioniert dann, das ist echt super. Also wir haben die Chips. Wir haben ein paar Arme. Wir haben ein paar Förderbänder. Was? Keine Förderbänder. Du brauchst... Ja, okay. Die Dinger jetzt als nächstes, ne? Könnte platztechnisch ein bisschen problematisch werden. Aber okay. Zeug mit dem Baum weghauen. Ja. Also du brauchst drei Komponenten. Eisenplatten, Zahnräder und ein Chip. Zu gleichen Anteilen? Fragezeichen? Zu gleichen Anteilen. Okay, das heißt, wir brauchen drei Kisten, wie hier schon angegeben. Kann es hier zu einem Stau kommen? Ich habe nicht genug Eisenplatten. Nom 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 nom. Bam. Okay, wir haben genug Eisenplatten. Also 100 Eisenplatten, 100 Zahnräder, 100 Chips. So. Ist noch das langsame Modell. Aber sie arbeiten alle gleich schnell. Also sieht man immer auf dem Fließband ein Zahnrad, eine Platte, ein Ding. Ein Zahnrad, eine Platte, ein Ding. Zahnrad, eine Platte, ein Ding. Die Arme hier nehmen es allerdings nicht schnell genug auf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Inserter schnell machen. So. Immer schön auf die Karte gucken, ob Feinde kommen. So, die spucken das aus. Alles gut, wird reingeholt. Und von Hand grüne Packs machen und die auch zwischendurch mal hier reinwerfen. Da ein paar, da ein paar. Was machen wir mit den roten? Da grün. Für dich brauchten wir Fließbänder und Arme. 50 Fließbänder, 40 Arme. Mach was draus. Das mit den Armen ist echt doof. Wie viel haben wir hier? 43. Ja, okay, es wird, wird. Das heißt, wir brauchen kein Feld außenrum bisher. Aber wir sollten die Dinger hier ersetzen durch ebenfalls schnelle, damit wir nicht stundenlang warten müssen, bis unsere Greifarme fertig sind. Das heißt, du spammst jetzt das innere Feld. Ah, es geht nicht. Seht ihr, was passiert? Ja, seht ihr wahrscheinlich. Das heißt, du... Erst mit dir aufzuarbeiten. Und du kriegst eine extra Wurst. Du kriegst das in äußeren Rahmen von dem Ding. Also, da... Überhaupt können wir einfach so machen. Oder? Nee, können wir nicht. Dann legt das auf dieselbe Spur wie das da. Wir müssen schon von hier kommen. Und zwar einfach drauf führen. So, so sieht gut aus. Dahin, darum, darum. So. Du nimmst bitte schnell aus der Kiste raus. Du nimmst schnell aus der, du nimmst schnell aus der. So, die fügen sich jetzt hier ein. Der schnelle Greifer hier schnappt sich die. Miau, 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 miau. Alles am Arbeiten. Okay. Würde ich gerne gleich nochmal testen. Aber, ne, zwischendurch immer Spieler qui qui auslasten. Grünes Zeug reinwerfen. Das wird gleich weitergetragen. Gut. 50 Arme, 50 Fließbänder. So, haben wir 100 Platten, 100 davon... 200. Machen wir es mal mit 200. Ja, haben wir. Okay.
200, 200, 200. Härtetest. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich später mit noch größeren Mengen arbeite. Aber bisher kam es nicht so häufig vor, dass wir 200 von den Circuits Balls gleichzeitig hatten. Ich sehe hier schon mal einen leichten Stau. Er kann die Zahnräder nicht immer ablegen. Aber jetzt holt er sich, okay. Problem war, es lagen vorher schon Sachen auf dem Band. Das heißt, wenn nichts auf dem Band liegt, geht sich das genau auf. Den kann gerade noch das Zahnrad zwischen die Eisenplatten gelegt werden. Alles ist gut. Ah, kommt trotzdem mal wieder zum Hakeln. Schnellere Förderbänder. Könnten die das Problem lösen? Ich weiß nicht. Oben sieht es soweit gut aus mit schnelleren Förderbändern. Also lassen wir die jetzt einmal durchrattern, holen uns die ganzen Arme hier zwischendurch ab. 84 Stück, sieht richtig gut aus. Circuitboards werden langsam mau, Kupferplatten werden mau, Zahnräder werden mau. Wir haben keine Zahnräder mehr. Moment mal. Bam. Bam. Mach mir ganz viele Zahnräder. Sehr schön. Hier wird geforscht, da wird geforscht. Alles läuft. Warum sind da noch Ärmchen drin? Oh, warte, ich sehe das Problem. Es sind zu viele Laufbänder da. Genau, setz das ab. Warum nimmst du kein Zeug? Erstmal hätten wir gerne mehr von den Fast-Insertern. Ich sehe nicht wirklich irgendwas, was dagegen spricht, wenn wir bei jeder Fabrik jetzt immer Fast-Inserter benutzen. Zum Rausholen können wir ruhig die langsam nehmen. Ist nicht ganz so problematisch, soweit ich sehen kann. Aber reinholen ist halt sehr wichtig wegen Staubildung. Das heißt... Oh, stimmt, können wir einfach überbauen. War auch einer der Kommentare, die inzwischen eingetrudelt sind. Ich habe ja mal wieder zu viele Vorwürfe rausgenommen. Aber die Kommentare, die ich bisher lesen konnte, da war auch einer der Tipps, dass man einfach über bestehende Strukturen rüber rechts klicken kann, dann werden sie ersetzt. Zum Beispiel bei den Insertern. Bei manchen Sachen geht es, bei manchen Sachen geht es nicht. Gerade jetzt bei der 0.10 Version haben sie da ein bisschen was komisch gemacht. Also Boiler zum Beispiel kann man nicht einfach so auf Rohre ersetzen, das ging vorher. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Aber ja, bei Insertern scheint es auf jeden Fall zu klappen. Chips abholen. Oh, ist da Kupferdraht drin. Einmal nom 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 nom, Band leer machen. So, grüne Forschungsmodule, mehr. Plastik ist gleich fertig. Und dann, wenn Plastik da ist, kann ich mich langsam wirklich nicht mehr drum drücken, die... Wow! Was ist denn hier los? Also, Plastik ist fertig. Wir müssen langsam wirklich mit Öl anfangen. Ich erforsche schon mal Batterien, weil die sind wichtig hierfür. Für die hellblauen Science Packs. Alternativ Waffen. Waffen sind toll. Gun Turret Damage Upgrade. Bullet Shooting Speed, Bullet Damage. Ich glaube, Bullet Damage ist gerade wichtiger als irgendwelches Hightech-Zeug. Ja, komm, Research. Und wir müssen das Ding definitiv umbauen. Also, alle Sachen raus. Einmal nom nom. So. 31 Inserter, okay. Wir machen erstmal das Innere. Ich gucke mal, ob ich auf Fließbänder so ersetzen kann. Ja, klappt super. Ah, okay. Kurven werden nicht automatisch gekurvt. Aber das spart trotzdem schon mal das Weggeklicke. So. Du weg. Mehr davon. Genau, also die Zahnräder müssen wir gleich unbedingt noch abholen. Viel Zahnräder. Was staut sich hier? Okay. Damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Warum arbeitest du nicht? Weil du staust. Okay. Wir brauchen also noch einen Überlaufschutz für Zahnräder. Finde ich irgendwie komisch. Glaube ich, mach das anders.
Vielleicht tue ich wieder doof. Ja, komm, die Truhe. Ich wollte gerade sagen, die Truhe muss da nicht stehen, aber das sieht so schön aus überall. Wir haben dann hier den Strich in der Mitte durch, dann stehen links die Ausgangs- und rechts die Eingangstruhen. Du musst schneller arbeiten. Oder ich nehme. Ja, warte mal. Wir nehmen eins, das tut da rein und nimm von da unten. Problem ist nur, das rote Ding ist nicht so wirklich schnell. Aber ja, entlastet ein bisschen. Wir könnten auch noch einen Splitter hier reinsetzen. Es sind rosa Punkte, es sind keine roten Punkte. Es sind rosa Punkte, es sind keine roten Punkte. Wir könnten hier noch einen Splitter reinsetzen, damit das, ne, doppelt staut. Aber ich denke, das reicht jetzt schon. Er baut hier schon ein bisschen was ab. Und wir haben ganz viele Zahnräder, okay. Forschung, Rinder. Also, die Dinge hier wollten wir optimieren. Mehr davon. Da sind die 24 Stück. So, der Splitter hier. Brauchen wir den Splitter noch? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Hier kommt natürlich auch ein schnelles Förderband hin, damit da nicht irgendwelche Ungerechtigkeiten entstehen. Beziehungsweise, ne, die Sachen müssen ja gleichzeitig auf dem Förderband ankommen, damit sie auch relativ gleichzeitig hier reingeholt werden. Eventuell könnten wir pro Ding jetzt noch einen zweiten schnellen Inserter dahin bauen. Und ich wüsste eigentlich nicht, was dagegen spricht. Außer halt der Verbrauch von Ressourcen. Aber Ressourcen sind momentan nicht so ganz das Problem. Das Problem ist halt die optimierte Verarbeitung von den Ressourcen. Jetzt haben wir Kupferplatten. Kupferplatten stauen sich hier jetzt schon. Weil die Truhe voll ist. Ja, geh mal einen Schritt nach vorne. Nimm da. Mach die nächste Truhe voll. Und so gehen wir jetzt langsam die Reihe hier lang, bis alle Truhen hier hinten voll sind.